Hallo zusammen, ich habe unsere Lithium-Batterien und das Thema ist, wie stark kann ich die belasten? Also wie viel Strom kann ich aus der Batterie rausziehen? Ich habe hier das Datenblatt, das verlinke ich euch natürlich unten drin. Und im alten Datenblatt, wir haben ein neues, im alten Datenblatt stand 100 Ampere kann ich aus dieser Batterie rausziehen. 150 aus dieser. Und wir haben noch eine 200 Ampere, die habe ich nicht hier. Aber alle drei Batterien haben das gleiche BMS drin. Warum kann ich jetzt hier aus dieser Batterie nur 100 Ampere rausziehen und hier 150? Wir haben jetzt das Datenblatt geändert. Und zwar kann ich auch hier 150 Ampere rausziehen. Aber wir haben ein Problem. Ihr wisst, so eine Batterie besteht aus Rundzellen. Das sehen wir hier. Aus diesem Grund habe ich diese Zellen hier. Wir sehen dann hier die Zellen. Und wir haben hier die gleichen Zellen drin wie hier und hier. Mit der 200 Ampere. In dieser 100 Ampere Batterie sind 68 Zellen drin. Vier Blöcke, 17 Zellen sind 68. Hier haben wir 25 Zellen mal 4 gibt 100 Zellen komplett. Und in der großen haben wir dann 136 Zellen. Auch durch 4 mal sind 34 pro Block. Wir haben immer 4 Blöcke hintereinander und dann mehrere Zellen. Wenn ich hier 150 Ampere rausziehe, durch eine so eine kleine Zelle, und ich habe 17 Zellen pro Block, dann fließen da 8 Ampere. Bei der großen, bei der 200 Ampere, fließen dann nur noch 4,4 Ampere pro Zelle. Wenn ich bei dieser Batterie, die Batterie belastet mit 150 Ampere. Und so eine Zelle hat ja einen Innenwiderstand. Das heißt, die wird beim Entladen warm. Das ist dann pro Zelle ist das 0,65 Watt. Hier. Das heißt, auf die ganze Batterie habe ich eine Leistung von 43 Watt, die ich rein über den Innenwiderstand bringe. Über die Widerstände auf der Batterie, über den Widerstand auf dem BMS. Kommt noch dazu. Aber bei der 200 Ampere habe ich nur eine Belastung, weil ich da nur mit 4,4 Ampere fahre, von 0,29 Watt pro Zelle. Obwohl ich viel mehr Zellen habe, komme ich auf eine Gesamtleistung von 26 Watt. Das heißt, diese Batterie hier hat fast die doppelte Wärmeentwicklung wie die große. Zweitens kommt es dazu, dass diese Batterie ja nur halb so groß ist wie die 200 Ampere. Das heißt, ich habe hier keine Masse zum Warmwerden. Wenn ich hier mit 150 Ampere rausfahre, 10 Minuten, dann wird die Batterie einfach warm. Hier kann ich eigentlich die 150 Ampere dauernd rausziehen, aber wir geben sie frei für eine halbe Stunde. Eine halbe Stunde 150 Ampere rausziehen, ja, okay. Aber hier 10 Minuten, weil die Batterie wird einfach warm. Die Zellen werden warm. Wenn ich das bei der großen Batterie mache, habe ich nur die Hälfte Belastung. Das heißt, wenn die Frage ist ja, braucht ihr diesen Strom? Den Strom braucht ihr zum Kochen. Punkt. Einen Kaffee machen. Einen Kaffee habt ihr draußen in einer Minute. Das ist überhaupt kein Problem. Wenn ihr einen Föhn betreiben möchtet oder Werkzeug, großes Werkzeug in den Werkstattwagen, dann die große Batterie. Ihr könnt natürlich auch zwei solche nehmen,
Parallelstaaten überhaupt kein Thema, dann ist auch die Belastung der einzelnen Zellen nur die Hälfte. Aber 8 Ampere auf so eine kleine Zelle ist schon heftig, bis nicht schön für die Batterie oder nicht schön für die einzelne Zelle. Aus diesem Grund, wenn ihr wirklich belasten wollt, braucht ihr eine große Batterie. Oder wenn einer sagt, ja, ich hänge hier 2 Batterien parallel, da kommt das Gleiche raus. Aber so eine kleine Batterie mit 100 Ampere, mit 150 Ampere belasten, kurzfristig, eben 10 Minuten, Kaffeemaschine, kein Problem. Aber nicht langfristig. Was passiert, wenn ihr diese Batterie langfristig mit 150 Ampere belastet? Sie wird warm, richtig. Und übers BMS haben wir Temperatursensoren, die Zellensensoren, habe ich euch in der offenen Batterie gezeigt. Hier wird es man sehen, ist hier unten eingebaut. Also hier geht der Fühler runter von der Temperatursonde in die Zellenblock rein. Und wenn diese Zelle warm wird, schaltet die Batterie aus. Und dann ruft er mich an, die Batterie ist warm. Ihr seht auch auf dem App, dass die Temperatur in der Zelle drin steigt oder im Batterieblock drin. Aus diesem Grund, 150 Ampere kann ich bei allen 3 Batterien rausziehen. Weil jede Batterie hat das gleiche BMS drin. Wir haben nicht 100 BMS, sondern 1 für 3 Batterien. Bitte, wenn ihr große Ströme, Wechselrichter, über längere, auch Haarföhn, also wenn ihr eine Frau habt, die ein bisschen mehr hat wie ich, sondern so bis runter, und die will ihre Haare föhnen, das ist okay, dann müsst ihr aber Strom bringen, nicht mit einer 100 Ampere. Nehmt 2 oder 3 oder eine 250er oder wenigstens 2 200er, ist absolut kein Problem. Aber 150 Ampere aus dieser Batterie rausziehen. Ihr erwartet von uns Garantie. Es gibt Victron, Super B, diese großen Batteriehersteller, die geben nur 80 Ampere ab. Die 8 Ampere pro Zelle ist kein Problem, aber nicht dauernd. Kurz, 10 Minuten, überhaupt kein Thema. Wenn ihr lieber eine große Batterie, dann ist das kein Thema mehr. Wegen dem, ich verlinke euch unten Datenblatt, das ist jetzt korrigiert, Maximum bei der Batterie 150 Ampere, 10 Minuten, dann ist der Block warm. Wenn ihr das öfters macht, geht Richtung größere Batterie. Wenn ihr föhnen und kochen wollt, nehmt 250er oder 3 200er oder eine 2 200er oder hier 3 Batterien, dass wir die Wärmelast, die in der Batterie erzeugt wird, verteilt werden kann und dass die Ströme auf der einzelnen kleinen Zelle, die hier drin ist, schön verteilt wird. Ich wünsche euch einen schönen Tag.